In Sotschi wurden die Olympischen Spiele eröffnet und hier möchte ich mit diesem Video auch die Olympischen Spiele und das Spezial zu den Winter Olympic Games in Sotschi 2014 eröffnen. Wir spielen Torino 2006, Vancouver 2010 und die Klassiker von Epix Winter Games und The Games Winter Edition in den nächsten Tagen zusammen und parallel mit den Winterspielen in Russland. Ich werde in den nächsten Videos erstmal Torino zeigen und das Spiel von Vancouver. Das erste ist von, ich glaube, 2K Sports und das Vancouver 2010 von Sega. Das Torino hier, das spielt man tatsächlich nur noch mit Tastatur. Was heißt nur noch? Also nur mit Tastatur. Während man das oder den Sega-Titel in Vancouver mit dem Xbox-Controller spielen kann. Das ist ziemlich gut, denn der ist etwas besser zu steuern als die Tastatur. Ihr werdet das sicherlich sehen bei den einzelnen Fails, die ich jetzt hier noch zeigen werde. Torino 2006, Name ist Programm, 2006 ist das letzte Mal gespielt. Das heißt, ich muss mich immer kurz mit den Tastatursteuerungen vertraut machen. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir suchen uns einfach für das erste Video ein paar Disziplinen aus. Jetzt hatte ich schon hier einen freudschen Aussetzer. Wir fangen an mit meiner Lieblingsdisziplin Biathlon. Wir wählen uns das Gastgeberland aus, Russland. Und mein Name ist ja auch der gleiche Name wie im Kanal. Und da ich ein Noob bin und damit anfange, werden wir einfach spielen. So, willkommen in Torino 2006. Grafisch eigentlich schon eine Augenweide, muss ich sagen. Spielerisch ist es etwas arcadelastiger als Vancouver 2014. Ich kann mich aber auch irren. Zumindest ihr seht das hier mit den Falltasten Geschwindigkeit aufbauen. Links und rechts können wir lenken. Und wir müssen vergleichbar mit Summer Games von Epix den Staffellauf etwas mit unserer Kraft haushalten und auch ja, taktisch die Gegner angreifen. So, jetzt können wir richtig mal sprinten. Dafür gehen wir etwas aus der Puste, aber wir können wieder in die Hocke gehen und somit etwas an Kraft sparen und trotzdem Geschwindigkeit aufnehmen. Ich darf jetzt nicht hier aus der Spur fallen. So, und jetzt geben wir ein bisschen wieder Gas. Wir sind bei 50 Sekunden und knappen 30 Kilometern pro Sekunde, pro Stunde. Das wäre anders, wäre super. Und ab in die Hocke, um wieder ein bisschen Energie zu sparen. Wir überholen mal die andere Kollegin hier. Es ist nämlich der Damenwettbewerb von Biathlon. Jetzt geht es bergauf. Das heißt, wir sind kurz vor dem ersten Schießen. Ich darf nicht zu viel an Kraft ausgeben. Ich sehe das hier an der Verfärbung des Rings. So, und beim ersten Schießen wir mit der Enter-Taste. Wir hören unseren Puls. So, das war schon der erste Fehler. Der erste Treffer. Das wäre ärgerlich, wenn ich jetzt... Ah, zwei Fehler. Das gibt wahrscheinlich irgendwie zig Sekunden Strafe. Früher musste man pro Fehlschuss eine Strafrunde fahren. So, jetzt überholen wir erstmal wieder hier, schön gepflegt. Wir müssen wieder ein bisschen mit der Energie haushalten. So. Wie gesagt, die Olympischen Spiele in Sotschi sind eröffnet worden vom Präsidenten Putin. Und ich glaube, der Manager oder der Vorsitzende von der Olympiade ist ja diesmal ein Deutscher, Thomas Bach oder so. Habt ihr die Eröffnungsfeier gesehen? Wie fandet ihr sie? Da könnt ihr ja mal etwas in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. So, jetzt müssen wir wieder hier Energie aufladen. Jetzt können wir erstmal wieder sprinten. Das heißt also mehr Kraft ausgeben. Und dann in die Hocke gehen, um wieder etwas durchzuatmen. Die Bäume bewegen sich. Also ich finde die Grafik wirklich sehr hübsch. Vancouver 2010.
Ich muss mich gerade konzentrieren, weil ich schon wieder hier etwas zu viel Kraft ausgebe. Jetzt könnte ich nochmal Geschwindigkeit aufnehmen, kurz vorm Schießen. Ist, glaube ich, also Vancouver 2010 ist, glaube ich, etwas grafisch noch etwas schmucker. So, jetzt schießen wir im Stehen und ich habe den Eindruck, ja, dass wir nicht so gut das Gewehr halten können. Na. So, laden brauchen wir nicht. Das scheint irgendwie automatisch zu gehen. So, auf zu den letzten Metern. Also das heißt, von der Fahrzeit, na, ist nicht gerade so rosig. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht beim Schießen. Das wird uns noch böse draufgerechnet. So, jetzt geben wir nochmal ein bisschen Gas hier, sprinten. Sogar die Kuhglocken hören wir. Also, ich finde die Sounduntermalung ganz hervorragend. So, jetzt haben wir die Frau ein bisschen ausgepowert. Hier gehen wir doch direkt mal in die Hocke. Wir hören auch schon den Puls. Wie bei Winter Games. Sehr schön designt hier. Rechts und links die Torino-Balken, die Banderolen. Ja, das war's schon. Das war irgendwie so ein halber Marathon, glaube ich. So, nochmal ordentlich durchsprinten. 4:15, das ist keine gute Zeit. Das ist keine gute Zeit. Merken wir uns mal. Vielleicht für den späteren Verlauf nochmal. Ja, winke, winke, winke. So, jetzt bin ich mal gespannt. Naja, dritter Platz. Ach, naja, immerhin. Also hätte ich mich beim Schießen nicht so doof angestellt, wäre es vielleicht sogar der zweite Platz gewesen. Platz 9 in der Gesamtwertung Highscore. So ist es. So, ja, wie gesagt, quasi die Bronzemedaille. Strafe sind 15 Sekunden. 1, 2, 3. Ja, dreimal habe ich daneben geschossen, also 15 Sekunden. Oh, das wäre aber ärgerlich. Dann hätte ich mich 4:15. Ja, hätte ich tatsächlich noch Silber bekommen. Aber ich bin recht zufrieden. Bei den anderen Disziplinen werde ich wahrscheinlich eher etwas ja, mehr versagen. Und zwar, was werden wir als nächstes machen? Wir werden Eisschnelllauf. Und zwar die kurze Distanz. Ein Spieler, wir bleiben bei unserem Favoriten Perodor aus Russland. Und wir sind hier im Eisschnelllaufstadion. Die super Spiegelfläche des Eises sehen wir uns drin. Schatten. Also wie gesagt, grafisch sehr gut gemacht. Hier unser Superathlet. Der erste Durchgang, ich weiß nicht, ob das jetzt Verfolgung ist oder ob wir einfach nur... Oh Gott. Ugh. So, ihr hört vielleicht die Tastatur im Hintergrund. So will ich gerade... Ich weiß gar nicht, wie das geht. Schlecht. Ja, danke. Ah, ich muss gedrückt halten, bis so weit es geht. Aber ich kann mich gar nicht hier auf die Grafik konzentrieren. Ich muss mich echt hier auf dieses links und rechts klicken der Tastatur. Ja, aber ist eigentlich ganz nett gemacht. Das versuchen wir nochmal. Platz 7 ist nicht so optimal, aber das ist bestimmt... Oh, zweiter Durchgang. Na gut, dann brauchen wir nicht nochmal zu starten. Bin ich mal gespannt. So, jetzt müssen wir anscheinend ganz schnell starten. So, gehen wir mal richtig hier Vollgas. So, jetzt ist wieder Taktik angesagt. So, ich halte die Taste gedrückt, solange... wie möglich in diesen Balken hier. Das sind die gleichen Geräusche wie beim Biathlon, das ist ein bisschen schlecht. So. Ah, man kriegt auch direkt Rückmeldung. Super, perfekt. Immer noch siebter Platz. Naja. Gut. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das ein bisschen besser war, der zweite Durchgang. Aber wir haben gesehen, das Spiel... Oh, Computer. Eins ist noch schlechter als hier unser Held. Und was haben wir im ersten? Ach,
Interessant, im ersten Durchgang 40-52 waren im zweiten Durchlauf schlechter als im ersten. Das ist ja unglaublich, obwohl ich eigentlich den Eindruck hatte, das war besser. Naja, das war auf jeden Fall eisschnell laufen. Und wo schauen wir nochmal rein? Beim Skisprung, Normalschanze, Großschanze, Einspieler. Wir bleiben bei unserem Springer. Rekord ist Vasco mit 235 Punkten. So, das ist die Schanze hier in Turin. Und jetzt bin ich mal gespannt. Normalschanze der Männer, erster Durchgang. Wie geht das? Okay, Start ist einfach nach vorne. Wir sehen hier die Windhose, sehr schön. Und wir beginnen einfach. So, jetzt müssen wir die Balance halten, weil wir wollen ja nicht so runterfliegen. So, Sprung. Immer noch die Balance halten. Ja gut, ich sollte vielleicht noch nach unten drücken. Aber... So, beginnen wir noch einmal. Wir warten ab auf unsere Windstärke und unseren Wind. Gibt es hier irgendwie nochmal eine Ampel? Nee. So, hätte ich fast schon verbockt. So. Absprung. Ah, das war nicht so gut. Ja, gelandet. Naja, mehr schlecht als recht, aber immerhin schon mal gelandet. Erste Weite war 91 Meter. Und es gibt die Haltungspunkte, 166 Punkte insgesamt. Gut, 9. Platz. Für den ersten Versuch nicht schlecht. Wir versuchen es noch einmal. Normalschanze der Männer. So, wir gehen direkt los. Wind war optimal oder auch nicht. So, und hoch. Wow. Und landen. So, das waren 90 Meter. Na, nicht ganz so gut wie beim letzten Mal. Aber immerhin nicht gestürzt. So. Ja, hier haben wir einen Kameramann. Die Atmosphäre ist wirklich richtig wintersportlich, Olympiade. Also bisher gefällt es mir ganz gut. Ich bin mal gespannt. Im nächsten Video zeige ich euch ja mal dann in Vancouver. Wow. Das ist ja voll hier. Wow. Wow. Halten, halten. Und... Ja, das wird immer schlechter. 84 Meter, 28. Aber trotzdem, es reicht wahrscheinlich für die Silbermedaille und für den 6. Platz in der Highscore-Liste. So, jetzt suchen wir uns noch eine Disziplin aus. Dann würde ich sagen, reicht das für Torino 2006 erstmal. Was sind nordische Kombinationen? Ah, das kenne ich gar nicht. Ist das so eine Art... Zehnkampf, also so wie bei den Winterspielen. Ich schaue es mir einfach mal an. So, nordische Kombination, Skisprung. Okay. So, Party auf jeden Fall ist schon mal angesagt. Hier klatschen alle im Rhythmus. Nordische Kombination, Skisprung. Gut, versuchen wir mal. Skisprung kennen wir ja schon. Und wir beginnen erstmal mit der Balance. So, mal gucken, ob wir diesmal einen guten Absprung finden. Ja, naja. Uah. Was war das? Hä? Beste Weite? Ah ja, 95. Das war schon mal ganz gut. Aber die Haltungspunkte sind, glaube ich, nicht optimal. Was haben wir jetzt? Langlauf. Na gut, also ist es doch sowas wie ja, nicht Zehnkampf, aber... Verschiedene Disziplinen. Wir haben Langlauf und Skispringen dabei. Deutliche Kombination Langlauf. Ich befürchte, das wird jetzt etwas langweilig, denn Langlauf ist tatsächlich so ähnlich wie Biathlon, nur ohne Schießen. Ach je. Da habe ich mir was eingebrockt. Und jetzt habe ich die Kommentatoren auch noch ausgeschaltet. Jetzt sprinten wir erstmal hier. So, wir holen erstmal hier unsere Mitstreiter. Ausdauer erschöpft. Ja. Da habe ich mal wieder zu viel Gas gegeben. Jetzt werde ich wieder direkt wieder überholt. Das meinte ich. Da muss man taktisch wirklich... Ach Gott, jetzt geht's aber los hier. Ach, jetzt habe ich ja total versagt hier.
So, jetzt muss der alte Sack hier sich erstmal wieder erholen. Das tut er ja fast überhaupt nicht. Also ich glaube, ich spinne. So, ich glaube, ich weiß, warum ich es beim letzten Mal wirklich 2006 gespielt habe. So. Nicht übertreiben, nicht übertreiben. Jetzt gehen wir mal in die Hocke. Genau, ein bisschen erholen. Die Landschaft genießen, die wirklich eigentlich sehr schön ist mit dem Berg im Hintergrund. Hat schon fast Russland-Style. Kirchenglocken im Hintergrund. Na, also ich finde es, wie gesagt, sehr schön gemacht. Wir haben 5 vor 7. Stimmt natürlich nicht. So, wie sieht es aus? Noch 700 Meter. Noch 770 Meter Spaß und Freude hier beim Skilanglauf. Volle Action. Was wird passieren? Werde wieder aus der Puste kommen. So, jetzt können wir nochmal hier ordentlich ein bisschen sprinten. Hat sich unsere Bundeskanzlerin eigentlich nicht hier verletzt bei dieser Sportart? Also ich würde mich eher langweilen, aber... Ne, jetzt werde ich schon wieder überholt von dem einen. Irgendwas mache ich grundlegend verkehrt, glaube ich. Aber ich werde immerhin angefeuert vom Publikum, das ist schon mal hervorragend. So. Jetzt geben wir nochmal hier ordentlich Gas. Also ich bin 9. momentan. Vielleicht kann ich wenigstens den einen hier noch überholen. Kollege. Ja, sieht gut aus. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache beim... Bei den nächsten Metern hier, dann sollte ich wenigstens 8. sein. 160 Meter. Dann ist der Spaß auch schon vorbei. Ich kann es nicht glauben. So, jetzt sprinte ich nochmal. Trotz Ausdauer. Noch 60, 50, 40 Meter. Kann er es schaffen? Und... Ja, er schafft es kurz. Vor dem Ausdauerschock, vor dem Aussetzen des Herzmuskels. Keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt. 9. Platz. Aufgabe geschafft. Mehr als 62 Kilometer pro Stunde beim Skilanglauf. Ja gut, das sind anscheinend so Minigames. So, ich bin 7., nicht 8. Das ist schon mal ein guter Punkt. Insgesamt bekomme ich nur Platz 7. Keine Medaille. Disziplin beendet. Nee, das war's. Dankeschön. So, das ist anscheinend die nordische Kombination. Also, wie zu sehen hier auch auf dem Bild, ne? Langlauf und Skispringen. So, was gucken wir uns noch an? Oder... Werden wir uns... Wir fahren einfach mal Bob, würde ich sagen. Frauen-Bob. Vierer-Bob. Ne, wir machen Bob der Frauen. Ich hoffe, das ist ein Zweier-Bob. Das kennen wir auch von Winter Games. Eins der besseren Disziplinen. Hier rockt auch und steppt der Bär. In unserer Super-Bob-Bahn. So, das ist der Zweier-Bob. Hervorragend, das wollte ich auch. Aber, wie geht die Steuerung? Ah, ich muss immer in diesem Punkt bleiben. Und immer dann auf die Taste drücken, wenn ich in der Mitte bin. So, S und D ist lehnen. Okay. Och Gott. Das ist ja echt cool. Ich weiß noch nicht, wie das heißt mit lehnen. Okay. Also ich mache jetzt irgendetwas. Ich weiß nicht genau, was die Funktion von lehnen ist. Also mit S und D. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich zu langsam bin, sehe ich gerade. A, mit den Falltasten zu steuern, ist leichter, wenn ich mich lehne. Und ich sehe gerade, dass ich immer Geschwindigkeit verliere, wenn ich an die Bande komme. Ist ja irgendwie auch logisch. Aber eine coole Disziplin, muss ich sagen. Hat den Charme, als würde man selber im Bob sitzen. Boah, man hat hier voll die Geschwindigkeit. Ich kann nicht gucken, ich glaube, nur über 100 Kilometer pro Stunde. Ich will nur nicht rausfallen. Das ist schon mal mein erster Zielpunkt. So, Russland hat mit 1 Minute und 9
und 117 Kilometern pro Stunde was geschafft? Und zwar den hervorragenden Platz 8. Ja. Zweiter Durchgang. Oh, gut, okay, dann machen wir das nochmal. Und wir versuchen. 3, 2, 1, los. Und wie gesagt, immer in der Mitte die Taste drücken, um richtig ordentlich Speed aufzunehmen. So. Lenken und lehnen. Eine gute Kombination ist Voraussetzung, dass man nicht unbedingt an die Bande stößt, so wie ich die ganze Zeit. Das Eis ist ganz hervorragend gemacht. So. Ich glaube, da war die deutsche Mannschaft immer sehr gut in Rodel oder in Bobfahren. Es gibt auf der Zeit Online-Webseite gibt es eine Übersicht der Medaillen, die seit, glaube ich, 1963 oder 56, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, einfach mal aufgelistet, welche Medaillen und wie viele die deutsche Mannschaft, beziehungsweise vor dem Mauerfall die DDR-Mannschaft, gesammelt hat. Ich stoße zu oft an die Bande. Ich muss ein bisschen nachsteuern. Ach, das ist so schwer. Also mit Tastatur ist wirklich schwer zu spielen. 1,6. Hey, das war besser. Das war besser. Mal gucken. Immer noch Platz 8. Wunderbar. Insgesamt Platz 8. Es hat anscheinend leider nicht gereicht für eine Medaille. Schade, schade, schade. So, zum Abschluss noch ein Skilanglauf. Nein, das war ein Spaß. Zum Abschluss noch ein Ski-Alpin, also eine Abfahrt. Wir haben Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Abfahrt. Einfach runter vom Berg und ab zum Ziel. Rekord ist von André mit 1,39. So, wir sehen hier schon mal den Zielbereich. Den Skilift, der hat Pause. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie... Ah, okay. Ich muss am besten Kraft auf... Oh, das war ja mal ganz übel. Das war ja mal ganz übel. So, Steuerung, Hocke, Kurve. Okay. Okay, so. Die Abfahrt ist einfach runterfahren. Naja, einfach ist einfach gesagt. Man muss hier zwischen den Toren durch. Durch die Tore. Und wenn ich nach vorne drücke, kann ich in die Hocke gehen, um etwas Geschwindigkeit aufzubauen. Die brauche ich auch, weil ich schon gerade wieder sehe, wir haben etwas Rückstand zu dem Erstplatzierten. Hier kriege ich mal voll den Geschwindigkeitsrausch. Sagenhaft gemacht, muss ich sagen. Macht auch riesen Spaß. Nur ohne Joystick finde ich es doch etwas knifflig, weil ich sehr schlecht fein steuern kann mit der Tastatur. Jetzt habe ich hier... Habe ich... Ne, Fehler... Ah, Mist. Oh, da habe ich auch noch Glück gehabt. So, ich gehe mal ein bisschen in die Hocke, weil ich glaube, ich muss ein bisschen Fahrt aufnehmen. Sonst werde ich wahrscheinlich noch nicht mal Achter. Wie Geschwindigkeitsrekord. Na gut. Ist ja schön. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Fähnchen... Ne. Das ist ja riesen... Eine Riesenfläche, die wir hier runterrödeln. So, immer noch eine Minute im Rückstand. Das ist natürlich schlecht. So, ich sehe schon das Ziel. So, die letzten zwei Tore und Gas geben. Jo, das war's. Zieleinfahrt. 1,43. Ah. Nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist ja quasi Silbermedaille und der sechste Platz in unserer Highscore-Liste. Ganz hervorragend. Ja, Russland mit 7.930 Punkten Silbermedaille in diesem Training. So. Ja, wir gucken uns nochmal die Einzeldisziplinen an. Wir haben was gemacht in Ski-Alpin, wir haben was im Skisprung gemacht. Eisschnelllaufen habe ich gezeigt, den Skilanglauf konnte ich ja schon zeigen in der nordischen Kombination. Wir sind mit dem Bob gefahren, gut, gerodelt sind wir noch nicht. Wir hatten Biathlon. Was ist denn bei Rodeln noch eigentlich dabei? Ach, gar nichts mehr, man kann ja nichts aussuchen. Rodeln ist einfach einer rodeln. Gut, jetzt habe ich es schon gestartet, dann spielen wir das auch als Abschluss des Videos Torino 2006 für das Olympiaspezial. Hier Sochi 2010
Und ich würde sagen, los geht's. So ähnlich wie beim Bobfahren. Bin ich mal gespannt. Start. Ah, okay. Wir holen wieder Geschwindigkeit. Na, das war auf jeden Fall besser als bei der Abfahrt. Lenken. Einfach nur links und rechts. Okay, wir brauchen also nicht zu lehnen uns. Das ist aber anscheinend die gleiche Bobbahn. Wow, cool. Also die Sicht ist echt fantastisch. Zwischenzeit. Was ist damit? Oh, wir haben grüne Zwischenzeit. Hervorragend. Vielleicht doch noch einen Medaillenplatz. Zumindest ein theoretischer. Wir haben ja noch keine Olympiade gestartet. Uah, das war zu viel. Ah, jetzt sind wir schon wieder eine Sekunde rüber. Ja, viel zu viel an die Bande. Das wird bestraft an Geschwindigkeit. Aber wir haben wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Junge, 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 das ist echt. Und. Ich habe jetzt nicht mehr gesehen, war das grün oder rot? 1,4, 115. Oh nein, dritter Platz. Naja, immerhin. Für das erste Mal seit langem wieder ganz hervorragend. So, der zweite Durchgang natürlich noch. Den habe ich ganz vergessen. So, jetzt wird das Video doch ein bisschen länger, aber gut, ist nun mal so. Ach Gott, das war ja mehr schlecht als recht. So, der zweite Durchgang. Mal gucken, ob wir das toppen können. Das beste Ergebnis zählt. Inszenierung ganz hervorragend. Also Torino 2006. Trotz Tastatursteuerung. Gehört zu meinen Favoriten. Ich mag das auch, wenn es ein bisschen arcade-lastiger ist. Es muss nicht alles so simulationsmäßig sein. Bei Peking 2008 ist, glaube ich, oder sind einige Disziplinen extremst, ja, Joystick-lastig. Ich glaube, das Schwimmen oder Turmspringen, das ist ganz hervorragend in die Hose gegangen. Also, ironisch gemeint, hervorragend. Aber ich merke, ich muss mich konzentrieren, sonst verliere ich zu viel Zeit. Ah, verdammt. Noch bin ich im grünen Bereich. Oh, das sieht aber ganz gut aus, 1-2. Oh, das ist ganz gut. 1-2 ist... Das ist doch die Silbermedaille hier im Zwischenstand. Und mal gucken wir... Ja, Platz 3 in der Highscore-Liste. Was für ein wunderbarer Abschluss des ersten Olympischen Spieltages. Silbermedaille. Hervorragend. 1-4 verbessert auf 1-2, gibt 9201 Punkte. Ja. Ja, hervorragend. Das war, wie gesagt, das erste Video zum Olympia-Special Sochi 2014. Morgen gibt es ein paar Disziplinen aus dem Spiel Vancouver 2010. Mal schauen, ob die Grafik da nochmal eins draufsetzen kann. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Beim Olympia-Spezial. Tschüss.